geht ab, meine Freunde? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, ich bin ein bisschen heiser. Ich war gestern im Fußballstadion. Ich habe gerade 5-0 gewonnen. Endlich mal. Na Leute, wie ihr sehen könnt, heute machen wir das ganze Kram der Welt. Los geht's mit dem Video. Like a Hellcat. Sehen können, wir haben schon ausgewaschen, jetzt kommt Sand rein, der auch schon ausgewaschen ist und dann müssen wir es ein bisschen einrichten, los geht's. Okay Leute, wie ihr sehen könnt, wir haben hier Sand, keine Werbung und dann füllen wir einfach hier so rein. Das reicht auch schon, oder? Reicht das? Na, das reicht. Das Aquarium ist wie gesagt nicht so groß, da kommen auch keine Tiere für langfristige Zeit rein. Wir haben hier, wenn du mal darüber, da haben wir diese scheiß Aquariumschnecken, falls ihr die kennt. Die sind immer so in Aquariumpflanzen drin. Davon nehmen wir eine, tun hier rein und dann kommt die wieder zurück. Ja, Leute. Pause. Okay, Leute, wie ihr sehen könnt, wir haben schon Sand drin, haben das eben ausgewaschen. Jetzt kommt Wasser rein von 54 Liter Aquarium. Da sind schon Bakterien drin, also geht das Ganze klar. Diese Schnecken übrigens könnt ihr sogar kaufen für 99 Cent. Empfehle ich aber nicht, weil die sich verbreiten wie Guppies. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir hier mal so eine Pflanze, die ich eben aus dem 120 Liter Becken geholt habe. Tun die so rein. Und den Mr. Krabs. Und jetzt brauchen wir eine Schnecke. Okay Leute, könnt ihr das hier sehen? Hier, das hier ist eine kleine Schnecke. Und die tun wir jetzt rein. Und ja Leute, das war das kleine Aquarium. Wir filmen gleich noch, wie wir die wieder raus tun, wie die sich da drin macht. Wir lassen die maximal eine halbe Stunde drin und dann kommt sie in ihr neues, in ihr altes Becken wieder. So Freunde, da ist sie. Ja Leute. Also Leute, wir haben den nächsten Tag. Ja Leute, ich werde euch jetzt ein kleines Update von fast allen Tieren wiedergeben. Schildkröten, die pennen schon. Sam ist irgendwo im Garten, glaube ich, gerade auf jeden Fall. Ja Leute, in 30 Liter Aquarium ist momentan eh nur die Apfelschnecke drin, da kommt bald ein Kampffisch wieder rein. 12 Liter Aquarium sind eh nur Posthornschnecken drin, da ist jetzt auch nicht viel los. Die Achatschnecken werden wir zeigen, wir werden die ganzen Aquarien zeigen, wir haben hier gerade auch Nachwuchs hier in den Aquarium. Da hinten, wie ihr sehen könnt, hier ist erstmal nichts drin. Ihr könnt gerne mal raten, schreibt gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, welche Tiere reinkommen? Ich gebe euch einen Tipp. Sind wieder Krebstiere. Mehr sag ich jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, den Garnelen und so geht es auch gut. 250 Liter. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Tieren. Let's go. Hier das Aquarium. Jetzt sind zwar wieder Fadeneigen drin, aber ich habe das alles gereinigt. Wie ihr sehen könnt, hier einer meiner kleinen Entler-Guppies. Da sind die Platys im Hintergrund. Vorhin der Goldene zum Beispiel. Ich schaue gerade mal, da oben schwimmt, seht ihr den da hinten? Das ist ein ganz kleiner Platin noch, ein Bibi. Dahinter im Hintergrund ist eine der Amalgarnelen, die ist auch da vorne. Wir haben auch 4 Stück von denen hier drin, da kommt wieder ein Platin. Moosbälle, ja wie gesagt, da kommen vielleicht noch, ich muss echt überlegen, welche Tiere hier noch reinkommen. Oh, hier am Filter ist übrigens noch eine Amalgarnele. Also ihr könnt mir gut vorstellen, nochmal irgendeine Schneckenart auf jeden Fall wieder. Das heißt, vielleicht hole ich wieder ein paar Apfelschnecken oder so. Andere Krebstiere kommen hier nicht. Da oben ist jetzt noch die andere da oben. Andere Krebstiere kommen jetzt erstmal nicht rein. Aber wie gesagt, vielleicht. Ich muss mal schauen. Also ganz ehrlich, ich kann mir gut noch 1-2 neue Tierarten hier drin vorstellen. Hier ist auch noch genug Platz. Hier vorne ist jetzt das Bibi. Und jetzt geht's über zu den Bibi-Achatschnecken. Sind wir schon da angekommen? Ja, die sehen zwar aus wie tot, aber sie sind gestern auch wieder rumgekrochen. Ich habe gedacht, die wären tot. Allerdings haben sie nur eine Winterruhe gemacht. Das machen Achatschnecken für 2 bis 3 Monate ungefähr. Ein bisschen früh, aber egal. Ja, und ihre Eltern haben jetzt wieder Nachwuchs. Und das zeige ich euch jetzt mal. Wie ihr hier sehen könnt, das sind auch die Geschwister von denen eben. Da ist meine große Achatschnecke und wenn man mal hier ranzoomt. Hallo, stell mal scharf.
Das sind wieder Bibis und wir haben wieder sehr viele davon. Müssen mal schauen. Also ich hoffe, wir kriegen die wieder abgegeben. Die großen Menge ist erstmal abgegeben. Das sind noch 8 bis 9 Stück. Falls ihr noch eine wollt, könnt ihr mir gerne über Instagram schreiben. Ja. Und das war's bei denen. Da ist das Surffilter, da oben das 30 Liter. Wie gesagt, da ist nichts drin. Und hier das 250 Liter Aquarium. Hier haben wir 2 Farnfische, 3 Skalare, 3 mehr. 2 Fransenlipper, guck mal, wie groß der einfach geworden ist. Engelswelle, 2 Stück, die sind da drin. Hinter den Skalar gerade. Da seht ihr ihn, das Gepunktete da. Und hier rein habe ich noch vor, eine Schmerenart reinzutun. Neue Skalare auf jeden Fall. Und vielleicht noch die eine oder neue andere Art. Noch Antennen, also irgendwie sowas. Wie gesagt, denen geht es denen allen gut. Die sind riesig geworden. Vor allem, wie gesagt, dieser Fransenlipper, den habe ich so klein gekauft. Ungefähr. Mit seinem Freund, Freundin. Und die machen eine super Arbeit. Die halten das Aquarium sauber. Gut, klar, die Scheiben und so muss man selber noch machen. Aber die Pflanzen haben nicht mehr so viel Algen. Das liegt an denen. Jetzt rüber zu dem 54 Liter Aquarium. Hier ist es, da ist das Mini-Aquarium von eben. Wie gesagt, hier drin kommen Aale noch rein, eine kleine Aalart. Meine Guppies, denen geht's gut, den Platys, die auch von da eben, von drüben kamen. Da hinten ist eine meiner 2 Geweihschnecken noch drin. Und ja, mehr habe ich hier auch noch nicht drin. Also wie gesagt, da kommt auf jeden Fall noch der ein oder andere Fisch rein, aber Stand jetzt habe ich noch keine Verwendung gefunden. Wer es übrigens nicht weiß, wer neu hier auf diesem Kanal ist, das Terrarium, was ihr eben gesehen habt, und zwar das war ursprünglich hier als Aquarium. Das hatte ich für 9 oder 10 Jahre als Aquarium im Betrieb. Dann ist alles umgekippt, dann ist es geplatzt und jetzt habe ich halt das hier. Ich finde das aber gar nicht mehr schlecht, wenn man mal genauer hinschaut. Kann man hier den Hebel hoch machen und so, das ist voll nice. Hier ist von Ninja das Aquarium, also Aquaterrarium. Der ist irgendwo da drin, aber ja, wie gesagt, 120 Liter, den Fallkrebs geht auch gut. Da ist er. Ja, Leute. Das war so ein kleines Update. Es kommen neue Projekte bald hier auf den Kanal. Seid darauf gespannt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Like a Hellcat.